Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute einen leckeren Pizzarollbraten machen. Ich habe wie immer alle Zutaten hier stehen, die schauen wir uns jetzt an, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Folgende Zutaten benötigen wir heute. Da haben wir hier im Vordergrund wieder unseren Schweinenacken liegen. Wem der Schweinenacken zu fettig ist, der kann sich natürlich auch ein Schweinerücken nehmen. Dann habe ich hier hinten einmal als Gewürz den Medicopter von Christian. Alternativ, wer den nicht hat, muss den nicht unbedingt kaufen. Der kann auch ein ganz normales Pizzagewürz nehmen. Dann habe ich hier einmal Tomatenmark, Mozzarella, Salami und Schinken. Die genauen Mengenangaben dazu stehen natürlich wie immer in der Infobox. Wir werden jetzt anfangen mit unseren Schnippelarbeiten. Das wird aber heute nicht so viel sein. Da müssen wir uns nur so ein bisschen dem Mozzarella schnippeln. Am schwierigsten, denke ich mal, wird es sein, unseren Nacken so aufzuschneiden, dass wir gescheit rollen können. Aber die Aufgabe, die heben wir uns zum Schluss auf. Deswegen nehmen wir uns jetzt den Mozzarella hier und werden den einfach nur in schöne Scheibchen schneiden. Nachdem wir unseren Mozzarella jetzt erfolgreich geschnitten haben, müssen wir uns noch der Salami widmen. Die ist zwar schon in solche Scheiben vorgeschnitten, hierbei handelt es sich auch natürlich wieder um die Salami, die ich selber gemacht habe. Aber diese Scheibchen, die müssen wir jetzt auch nochmal vierteln. Und unseren Kochschinken, den müssen wir einfach nur so fein hier runterhacken. Und man kennt ihn, eine Zutat hatte keinen Bock auf Verarbeitung. Wir haben hier noch frische Pilze, die müssen wir in dünne Scheiben schneiden. Unsere Schnippelarbeiten sind soweit abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns hier unseren Schweinenacken nehmen. Den müssen wir uns so weit auffächern bzw. aufklappen, dass wir ihn auch rollen können. Dazu werden wir uns den jetzt wieder hier so längs hinlegen. Jetzt werden wir uns das Messer nehmen, hier im unteren Bereich die komplette Fläche nach innen hin so einschneiden. Nur darauf achten, dass wir hier nicht durchschneiden, weil wir wollen den nachher so rumklappen. Das heißt, wir schneiden jetzt erstmal hier so ein bisschen ein. So, den ersten Schnitt haben wir gemacht. Das heißt, wir können uns den jetzt so hier rumklappen. Ihr seht, jetzt haben wir hier ungefähr, ja, wie dick mag das sein? 1-2 cm vielleicht. Dann legen wir uns das hier hin, fühlen, wo hier jetzt am dünnsten ist und wo es wieder dicker wird. Das ist dann quasi hier so. Und jetzt werden wir uns das Messer wieder nehmen und werden aber von hier rüber einschneiden, dass wir das Stück dann rumklappen können. Das heißt, wir fangen hier an. Schneiden hier so rein. Ihr seht, unser Nacken ist jetzt hier so fertig aufgeschnitten. Ist schön flach geworden. Das heißt, wir können den später dann so rollen, wenn wir ihn gefüllt haben. Aber weil er jetzt an manchen Ecken hier noch so ein bisschen dicker ist, werden wir uns hier so ein Schnitzelhammer nehmen, ich nenne es mal Schnitzelhammer, und werden das Ganze mal so ein bisschen plattieren, dass wir das noch ein bisschen platter kriegen. Und wenn man sowas natürlich tagtäglich macht, dann sieht das auch ein bisschen besser aus, aber ich denke mal, für meine Verhältnisse ist das okay. Ich bin kein Metzgermeister oder sonst was, deswegen, ich mache es auch nicht so oft, aber es hat geklappt. Wir haben unseren Nacken jetzt so, wie wir ihn haben wollen. Jetzt werde ich hier einmal das Brettchen drehen und dann legen wir uns den hier so in die Länge hin und jetzt werden wir anfangen, dass wir den füllen. Zuerst nehmen wir jetzt hier unseren Tomatenmark, werden hier so eine richtige Spur drauf machen. Wichtig ist, nicht bis oben hin, oben lassen wir einen kleinen Rand, wenn wir den nachher wickeln, dass uns da nicht gleich alles rausquallert. So, das sollte an Tomatenmark genügen. Dann nehmen wir uns hier so einen kleinen Silikonpinsel, werden den schön verstreichen. Auf den Tomatenmark kommt jetzt
der Medicopter. Wie eben schon erwähnt, wer den nicht hat, nimmt alternativ ein Pizzagewürz seiner Wahl. Den nehmen wir jetzt und hauen hier richtig eine Ladung drauf. Jetzt kommt der Mozzarella ins Spiel. Den legen wir einfach nur so hier drauf. Darauf kommt jetzt der Schinken. Achtet nur darauf, dass er den nicht zu voll ballert, weil wir müssen den auch noch rollen können. Dann noch ein bisschen von der Salami. Und zum Schluss ein paar von den Pilzen. Somit ist unser Braten fertig gefüllt fürs Aufrollen. Ihr könnt natürlich alternativ die Füllung nehmen, die euch auf einer Pizza schmeckt. Ob es jetzt Hawaii ist, ob es jetzt nur Käse und Mozzarella, also Käse und Mozzarella, einfach nur die Tomatensoße und Käse ist. Das macht einfach so, wie euch das gefällt. Also so wie das jetzt hier gemacht ist, ist es kein Muss. Ihr könnt es so machen, aber ihr könnt es auch abwandeln und so machen, wie ihr das möchtet. Aber jetzt werden wir uns den Braten nehmen. Und da ich natürlich im Hintergrund auch die Kamera so ein bisschen bedienen muss, habe ich mir jetzt erstmal Handschuhe angezogen, weil die habe ich schnell ausgezogen, kann die Kamera bedienen, als jedes Mal reinzuflitzen, mir dann die Hände zu waschen und sie dann erst auszustellen bzw. zu bedienen. Aber wir werden uns jetzt hier das Stück Fleisch nehmen, nehmen uns hier diese Ecke schön auf Zug, legen die hier drauf, drücken uns das schön auf Zug an, dass er sich lockert und wickeln immer weiter und weiter. Und das Ganze, wie gesagt, schön auf Zug, bis wir hier hinten angekommen sind und ihr seht, jetzt haben wir hier das Stück, was frei ist. Das überlappt gleich hier schön und somit kann fast gar nichts mehr aus der Füllung raus. Von der Füllung raus, Entschuldigung. So. Dann haben wir uns soweit schon wieder gerollt. Jetzt nehmen wir ihn hier, legen den quer so hier hin. Unseren Braten haben wir jetzt fertig aufgerollt. So schaut er aus. Jetzt müssen wir natürlich noch wickeln, dass er uns auf dem Grill zusammenbleibt. Dazu habe ich hier Metzgergarn. Achtet darauf, wenn ihr welches nehmt, dass das hitzebeständig ist, weil es gibt auch so komisches, was wie aus Plastik ist. Und wenn das heiß wird, schmilzt euch das. Und das nachher im Fleisch zu haben, ist, denke ich mal, nicht so optimal. Dann sind das jetzt hier circa 40 cm. Ich werde das jetzt nehmen, einmal hier unten unter dem Braten legen. Und dann hier am Ende einfach nur zusammenknoten, dass er da zusammenbleibt. Oder machen Schleifchen, das geht auch. Das mache ich jetzt komplett über den ganzen Braten. Es gibt natürlich auch die geilsten Wickeltechniken für so einen Braten. Die beherrsche ich aber nicht, deswegen mache ich mir das so einfach, wie es nur geht. Ich habe hier mehrere solche Stücke, wickel mir den wie gesagt drum und dann sehen wir uns gleich wieder. Erste Wickelrunde ist erledigt. Jetzt haben wir natürlich hier noch überall von dem Küchengarn was überstehen. Das schnippeln wir uns so hier ab. Das ist erledigt. Jetzt habe ich hier noch wieder ein Stückchen von dem Metzgergarn. Das werden wir uns jetzt hier so der Länge nach, das heißt den Braten drauflegen und einmal noch so rumwickeln. Dazu werden wir uns das hier hinlegen. Dann den Braten mittig drauf und jetzt gehen wir hier hoch und dann knoten wir den auch hier einfach nur so ein bisschen auf Zug zu, dass sich das hier schön zuzieht. Jetzt muss man Assi mit dem Finger kommen und dann hier auch den Knoten einfach rein. So, das bisschen schneiden wir auch ab. Dann seht ihr hier, die Enden sind auch schön zu, weil sich das hier hochzieht. Dasselbe haben wir hier hinten, somit kann so gut wie nichts raus. Ihr seht, der Braten ist jetzt fertig für den Grill. Alternativ könnt ihr den natürlich auch jetzt von außen nochmal komplett würzen. Ich mache das nicht, weil wir innen durch die Füllung, denke ich mal, genug Geschmack reinkriegen. Das sollte vollkommen genügen. Aber wer möchte, würzt sich den jetzt noch von außen, ob er jetzt hier das Pizzagewürz nimmt oder irgendwas anderes. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Unten glühen die Kohlen durch und jetzt gehen wir mit dem Braten an den Grill. Am Grill angekommen. Er ist jetzt eingeregelt auf rund
170 Grad. Da werden wir jetzt unser Fleisch nehmen und drauf machen. Gewählt haben wir natürlich wieder ein indirektes Setup, das heißt Deflektorplatten rein. Diesmal gleich den unteren Rost, diesmal stelle ich es nicht oben hin, weil sonst wird er uns wieder zu dunkel. Jetzt nehme ich natürlich hier wieder unsere Schwedenschale, gebe die samt Braten drauf. Das hat wie gesagt wieder nur den Hintergrund, wenn Fett runter tropft, saugen wir uns den Grill nicht ein. Aber jetzt machen wir schnell den Deckel wieder zu. Das Ganze lassen wir jetzt für 2,5 bis 3 Stunden auf dem Grill. Wer Bock hat, kann das Ganze auch auf den Spieß donnern und einen Spießbraten draus machen. Wir machen es aber heute so. Und die Zeit, also 2,5 bis 3 Stunden, ist dem geschuldet, weil wir heute eine niedrigere Temperatur fahren als letztes Mal. Das heißt, wir haben jetzt 160, 170 Grad und jetzt geben wir dem so lange, wie er braucht. Zwischendurch werden wir vielleicht nochmal reinschauen. Ich weiß nicht, wie es von der Helligkeit her klappt, ob das so funktioniert, dass wir nochmal reingucken können. Aber ich denke mal, da werde ich so ein bisschen Licht aufbauen. Und ansonsten sehen wir uns beim Anschnitt wieder oben am Tisch. Gut, 2 Stunden sind jetzt rum. Wir schauen mal rein. Und tata! So sieht unser Pizzarollbraten bis jetzt aus. Jetzt werden wir mal Fieber messen auf gut Deutsch. Ich stecke mal rein und gucke mal, wie viel Grad er hat. 58 Grad ist mir noch ein bisschen wenig, weil ich will so auf 75 Grad ziehen. Das werde ich jetzt fertig machen, weil ich gehe mal davon aus, dass das noch knapp eine Stunde dauert. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns oben am Tisch wieder, wenn wir anschneiden und probieren. Da sind wir am Ende vom Video angekommen. Ihr seht, es ist schon wieder zappenduster. Hier vor mir liegt unser Pizzarollbraten. Den schneiden wir jetzt an. Dazu werden wir natürlich den Mittelschnitt wagen. Oh Gott. Oh, was ist denn hier los? Warum will er nicht jetzt? Junge, 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 widerspenstig ist er. Und jetzt werden wir einmal drehen. So, das Seil ist noch nicht durch. Uiuiui. Jetzt aber. So sieht er von innen aus. Ich werde jetzt eine Scheibe runterschneiden und dann werden wir probieren. So sieht unsere Scheibe aus. Ist das nicht sensationell? Aber jetzt wird probiert. Hier habe ich ein Stück. Es ist alles drauf. Käse, Pilze, Salami und Schinken. Vorher noch ein bisschen pusten, sonst verbrennen wir uns nachher im Mund. Und dann zum Wohl. Ups. Alter, ist das geil. Ich kann euch gar nicht sagen, wie geil das ist. So ein Schweinenacken gefüllt, wie man normalerweise eine Pizza belegt. Geschmacklich total die Wucht. Selbst, dass wir jetzt wirklich nur in den Medikopter oder beziehungsweise das Pizzagewürz, was ihr nehmen könnt, auf die Tomaten gemacht haben und das nur von innen gewürzt haben, das reicht vollkommen aus. Und diese Geschmacksexplosion, Pizza, Fleisch und alles, genial. Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht das nach, ihr werdet es nicht bereuen. Alternativ könnt ihr euch natürlich das Innenleben so füllen, wie ihr gern eure Pizza esst, ob es jetzt im Hawaii-Style ist oder nur Margarita oder was auch immer, aber probiert das aus. So, mittlerweile haben wir alle gegessen, es ist auch alles weggegangen. Wie eben schon erwähnt, mein Appell an euch, es ist zum Nachmachen empfohlen. Macht das, füllt euch den Braten, wie ihr möchtet, also pizzatechnisch, ob es jetzt Hawaii ist, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ich wiederhole mich schon wieder, das wollte ich eigentlich gar nicht. Lasst eurer Fantasie freien Lauf, macht das, wie ihr möchtet. Selbst mein Kumpel Jan, der hier hinter der Kamera steht, war schwer begeistert, oder? Absolut, noch nie gesehen und mega, sensationell. Also ich mach's nach, definitiv. Spitze, aber brauchst du ja nicht, kannst ja hier hinkommen. Okay. So, dann sind wir wieder durch für heute. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ist dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das gerne hier oben irgendwo nachholen. Würde mich sehr freuen. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.